Die Große Koalition will bis zum 30. September weiter keine Waffen mit deutschen Bauteilen an Saudi-Arabien liefern lassen. Man habe entschieden, dass das auslaufende Moratorium um weitere 6 Monate verlängert wird, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstagabend in Berlin mit. Für diesen Zeitraum würden grundsätzlich auch keine Neuanträge genehmigt. Zuvor hatte im Kanzleramt der geheimtagende Bundessicherheitsrat beraten. Dabei mussten Union und SPD eine Einigung finden, weil das Moratorium sonst am 31. März ausgelaufen wäre. Die Regierung einigte sich aber auf 2 Einschränkungen. Zum einen will die Koalition der Peenewerft in Wolgast helfen, den Schaden aus dem von Saudi-Arabien bestellten Küstenschutzschiffen zu minimieren, die zum Teil bereits gebaut sind, aber nicht ausgeliefert werden dürfen. Die 2. Einschränkung betrifft Rüstungsgüter, die von deutschen Firmen zusammen mit Unternehmen aus anderen EU-Staaten hergestellt werden. Hier sollen bereits erteilte Ausfuhrgenehmigungen zunächst bis zum 31. Dezember 2019 verlängert werden. Mit der Einigung setzte sich die SPD-Fraktion durch, die eine Verlängerung des Ausfuhrstopps gefordert hatte. Unionspolitiker hatten dagegen eine erneute Verlängerung wegen des Protests der wichtigsten EU-Partner kritisch gesehen. Die Große Koalition hatte das Moratorium für Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien als Reaktion auf den Mord an dem saudischen Journalisten Khashoggi verhängt.